Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es weiter mit der Atomphysik und heute geht es um ganz, ganz viele Namen. Ich versuche heute die wichtigsten Forscher, Wissenschaftler und Entdecker sowie Nobelpreisträger einmal im Schnellverfahren aufzuzählen. Aus meiner Sicht sind das die Namen, mit denen man etwas anfangen sollte und Namen, die man kennen sollte. Okay, schaut rein. So, auf geht's. Den ersten Namen, den man kennen muss, Henri Becquerel. 1903 hat er den Nobelpreis der Physik bekommen und zusammen mit Marie und Pierre Curie hat er die radioaktiv entdeckt. Mit einem Uranstein und einer Fotoplatte wies er die Strahlung nach. Übrigens aus Versehen. Weiter geht's mit Marie Curie. 1903 Nobelpreis der Physik. Sie entdeckte zusammen mit ihrem Mann und eben Henri Becquerel die Radioaktivität. 1911 Nobelpreis der Chemie für die Entdeckung der chemischen Elemente Polonium und Radium. Sie ist die einzige Frau, die zwei Nobelpreise verliehen bekommen hat. Ganz interessant ist noch, während des Ersten Weltkrieges arbeitete sie kurz hinter der Front als Radiologin und arbeitete dort mit einem selbstentwickelten Röntgenwagen, um den verletzten Soldaten zu helfen. Der dritte im Bunde ist der Mann von Marie Curie, Pierre Curie, der ebenfalls den Nobelpreis für die Physik 1903 bekommen hat, eben auch für die Entdeckung der Radioaktivität. Als Ehepaar entdeckten sie Polonium und Radium als Spaltprodukt von Pechblende. Leider ist Pierre Curie sehr früh ums Leben gekommen und zwar ist er von einer Kutsche überfahren worden. Weiter geht's mit Joseph John Thomson. Der hat 1906 den Nobelpreis der Physik bekommen. Er entdeckte das erste Elektron. Er beschrieb auch das Thomsche Atommodell, das Rosinenkuchenmodell. Das stelle ich euch auch in einem anderen Video vor. Und ganz interessant ist, dass Rutherford ein Schüler von ihm war. Ja, Ernest Rutherford, der Schüler, der nur zwei Jahre nach seinem Lehrer auch einen Nobelpreis bekam, nämlich 1908. Er erkannte, dass ionisierte Strahlung aus mehreren Teilchen besteht. Er teilte die Strahlung auf in Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Er stellte die Hypothese auf, dass radioaktive Elemente in andere Elemente mit kleineren oder niedrigeren Ordnungszahlen zerfallen. Er beschrieb als erster die Halbwertszeit und er beschrieb das Rutherfordsche Atommodell. Und belegte das Ganze auch noch mit dem berühmten Streuversuch. Auch das stelle ich euch in einem anderen Video vor. Und zusätzlich stellte er dann auch noch seinen Lehrer in den Schatten, weil er nämlich damit gleichzeitig feststellte, dass das Atommodell von Thomson eben nicht mehr richtig war. Weiter geht's mit Wilhelm Conrad Röntgen. Er erkannte und entwickelte ein bildgebendes Verfahren unter Verwendung eines Röntgenstrahlers. Der konnte eben den Körper durchleuchten. Interessant ist, dass er auf eine Patentierung verzichtete, also er verzichtete auf ganz, ganz viel Geld mit dieser Entwicklung, weil er diese Technik einfach der Menschheit zum Wohle zur Verfügung stellen wollte. So, dann kommen wir schon zu den letzten beiden Namen. Der eine ist Otto Hahn. Er erhielt 1944 den Nobelpreis der Chemie. Er erkannte die Kernspaltung zusammen mit seinem Assistenten Fritz Strassmann und Lise Meitner, die auch einen wichtigen Anteil daran hatte. Was machte er? Er beschoss Uran mit Neutronen und er entdeckte noch zahlreiche Isotope, also Nukleide. Und zum Schluss Robert Oppenheimer. Das war der wissenschaftliche Leiter des Manhattan Projects und er gilt als Vater der Atombombe. So, das war's. So Leute, das war's. Das Video ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr was gelernt. Hinterlasst mir doch einen Kommentar oder zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Okay, das war's.